Meine Damen und Herren, hier in der Milanchon-Akademie und auch im Netz, im Zoom, ich heiße Sie alle herzlich willkommen zu diesem Vortrags- und Gesprächsabend im Rahmen der Aktionswoche Verbannt und Verbrannt anlässlich der Wiederkehr des Jahrestages der Bücherverbrennung in Köln und an anderen Stellen mit einer der ersten Veranstaltungen in diesem Kontext von Professor Siegfried Hermle, Professor Emeritus für Kirchengeschichte am Institut für Evangelische Theologie an der Universität zu Köln. Herzlich willkommen, Herr Hermle. Schön, dass Sie hier sind. Und schön, dass so viele sich jetzt in den letzten 24 Stunden noch dazu gemeldet haben. Dieser Abend hat irgendwie einen eigenartigen Verlauf gehabt, dass Sie alle zuhören wollen und mitsprechen wollen, aber eben nicht kommen können. Wie gut, dass es jetzt die Technik gibt, dass wir das möglich machen. Vor 3 Jahren im Erftkreis hingen an vielen Stellen, und es war, glaube ich, auch hier in Köln auf der Domplatte, auf denen stand der schreckliche Satz: Israel ist unser Unglück. Und zwar von der Partei Die Rechte, die damit lange Zeit bis kurz vor der Europawahl Werbung machen konnte und auch mit anderen Parolen, die nah dran an den nationalsozialistischen der 30er Jahren waren. Gleichzeitig fanden die Ostergottesdienste der christlichen Kirchen statt und es war für mich und vielleicht auch für andere eine furchtbare Zerreißprobe, im Innern der Kirchenräume Texte des Alten Testaments zu lesen, die Exodus-Geschichte zu erinnern und sie auf die Erlösung der christlichen Gemeinde zu beziehen und diese furchtbaren Plakate zu sehen. Und ich hätte sie wohl abreißen sollen. Mein Vorgänger Martin Marquardt sagte mir, dass er genau das in Brauweiler getan hat. Für 2 Jahre vorher lesen viele Menschen in Deutschland folgende Aussage eines systematischen Theologen aus Berlin: Für die Christen heute ist das Alte Testament nicht Christuszeugnis, nicht Zeugnis vom dreieinigen Gott, sondern Zeugnis und Ausdruck einer vorchristlichen Gotteserfahrung. So Notker Slenska, der damit eine große Debatte ausgelöst hat. Fast alle haben sich seine Äußerungen widersetzt. Viele Theologen und Theologinnen und vor allen Dingen auch Menschen an der Basis. Und trotzdem sind diese Worte im Raum. Und er hat einen ganzen Aufsatzband diesem Thema, warum das Alte Testament nicht Teil der christlichen Verkündigung ist, gewidmet. Man sieht die Spuren einer Ideologie, die im Nationalsozialismus sich verbreitet hat, reichen tief und reichen bis in die Gegenwart. Am heutigen Abend geht es aber darum, den Streit um das Alte Testament in der evangelischen Kirche in der Zeit des Nationalsozialismus zu verfolgen. Und Professor Hermle hat mir schon gesagt, dass er überraschende und auch erschreckende Entdeckungen nicht sozusagen draußen, sondern drinnen gemacht hat, also letztlich bei den Besten von uns. Ich bin gespannt auf Ihren Vortrag, lieber Herr Hermle, und auch gleich auf das Gespräch mit uns hier und sehr gerne auch bei Ihnen draußen, die Sie zuhören und sich nach dem Vortrag auch zu Wort melden können. Lieber Herr Hermle, Sie haben das Wort. Vielen Dank für die freundliche Begrüßung, Herr Bock. Hinweg mit dem Alten Testament. Es fehlen in der Ankündigung die Anführungszeichen. Es fehlt aber auch ein Ausrufezeichen und ein Fragezeichen. Denn genau dieser Titel wurde von einem der Autoren, die ich mir nachher genauer anschaue, genutzt, um seinen Widerspruch gegen diese Beseitigungstendenzen des Alten Testaments zum Ausdruck zu bringen. Hinweg mit dem Alten Testament, Ausrufezeichen, Fragezeichen. Also der Streit in der evangelischen Kirche um das Alte Testament. Sie haben eben Notker Slenska erwähnt, aber ich denke, man müsste sich zunächst darüber im Klaren werden, dass dieser Streit um das Alte Testament eigentlich schon viel älter war. Ich möchte einige wenige Beispiele in diesem Zusammenhang nennen, denn innerhalb des Protestantismus gibt es schon vorher Belege von Akteuren, die
ja, Biblizität des Alten Testaments letztlich ablehnen, zurückweisen. Und an erster Stelle sei hier der Berliner Kirchenhistoriker Adolf von Harnack genannt, der 1921 geschrieben hat, das Alte Testament im zweiten Jahrhundert zu verwerfen, war ein Fehler, den die große Kirche mit Recht abgelehnt hat. Es im 16. Jahrhundert beizubehalten, war ein Schicksal, dem sich die Reformation noch nicht zu entziehen vermochte. Es aber seit dem 19. Jahrhundert als kanonische Urkunde im Protestantismus noch zu konservieren, ist die Folge einer religiösen und kirchlichen Lähmung. Harnacks Einspruch stand in einer ansehnlichen Tradition. So hatte auch der große Theologe David Friedrich Schleiermacher Vorbehalte gegen das Alte Testament geäußert. In seinen Aphorismen zur Kirchengeschichte hielt er fest: Mein Glaubensbekenntnis ist, dass das Christentum mit Christo anfängt, keine Fortsetzung des Judentums, und daher empfahl er dann auch, das Alte Testament lediglich einem neuen als Anhang beizufügen. Schon vor Harnack hatte eine Gruppe von Theologen um den Flensburger Hauptpastor Friedrich Andersen vergleichbare Gedanken, wenn auch in signifikant holzschnittartiger Form. In 95 Leitsätzen zum Reformationsfest 1917 wurden sie vorgetragen. Punkt 10 lautete: Die christliche Kirche hat kein Recht, die religiösen Schriften des Judentums als ihr Eigentum an sich zu nehmen. Und in Punkt 32, daraus folgt, dass das Alte Testament nicht zur Erklärung der christlichen Religion und zum Verständnis der Person Jesu erforderlich ist. Wir sehen also, im Bereich der evangelischen Kirche gibt es massive Vorbehalte gegen das Alte Testament. Aber nicht nur im kirchlichen Umfeld, auch im weiteren Bereich war die Ablehnung des Alten Testaments populär. Beispielsweise forderte der Kulturphilosoph Houston Stuart Chamberlain in seinem 1899 publizierten Werk Grundlagen des 19. Jahrhunderts nachdrücklich, die germanische Rasse reinzuhalten und die christliche Religion neu zu gestalten. Dazu gehörte für ihn unabdingbar, dass das Christentum von allen jüdischen Einflüssen befreit werden müsse. Seiner Ansicht nach war das Alte Testament ein rein geschichtliches Werk, das für eine deutsche Nationalkirche belanglos sei. Der Assyriologe Friedrich Delitzsch erklärte in seinem Buch Die große Täuschung 1921, dass das sogenannte Alte Testament für die christliche Kirche und damit auch für die christliche Familie vollkommen entbehrlich sei. Er verwies auf Geschichten, die in der Germanenbibel von Wilhelm Schwaner gesammelt seien, die hier einen trefflichen Ersatz böten. Von besonderem Gewicht waren in der Zeit des Nationalsozialismus freilich die Äußerungen des NS-Chefideologen Alfred Rosenberg. In seinem Standardwerk Der Mythos des 20. Jahrhunderts stellte er unmissverständlich heraus: Abgeschafft werden muss danach ein für allemal das sogenannte Alte Testament als Religionsbuch. Damit entfällt der misslungene Versuch der letzten anderthalb Jahrtausende, uns geistig zu Juden zu machen, ein Versuch, dem wir unter anderem auch unsere furchtbare materielle Judenherrschaft zu danken haben. Und wenig später führte er aus, dass in einem neuen deutschen Reich anstelle der alttestamentlichen Zuhälter- und Viehhändlergeschichten die nordischen Sagen und Märchen treten müssten. Diese Kritikpunkte am Alten Testament bis hin zu dessen völliger Ablehnung wurden holzschnittartig entlang eingängiger Schlagworte, insbesondere im Umfeld der sich 1932 ausbildenden Glaubensbewegung deutscher Christen, rezipiert. So knüpfte der Obmann der Glaubensbewegung auf der sogenannten Sportpalast-Kundgebung am 13. November 1933 unverkennbar an Rosenberg an. Krause forderte
eine deutsche Volkskirche, zu deren Bau die Befreiung von allem Undeutschen im Gottesdienst und im Bekenntnismäßigen, Befreiung vom Alten Testament mit seiner jüdischen Lohnmoral, von diesen Viehhändler- und Zuhältergeschichten notwendig sei. Ein artgemäßes Christentum schließe das Festhalten am Alten Testament aus. Die Zurückweisung des Alten Testaments ist auch in den 28 Thesen der Sächsischen Volkskirche zum inneren Aufbau der Deutschen Evangelischen Kirche vom 10. Dezember 1933 greifbar. Hier wird im Punkt 12 zum Ausdruck gebracht, dass das Alte Testament nicht den gleichen Wert wie das Neue habe. Da es freilich, so Punkt 13, den Abfall der Juden von Gott und darin ihre Sünde zeige und damit auch den Fluch Gottes auf diesem Volk bis zum heutigen Tag, könne, zumal im Alten Testament die ersten Strahlen der Gottesliebe erkennbar seien, die Volkskirche das Alte Testament nicht aufgeben. Angefügt sei noch, dass diese Haltung auch Eingang in Lehrpläne finden sollte. Anfang 1934 übermittelte beispielsweise das württembergische Kultministerium dem Stuttgarter Oberkirchenrat den Entwurf eines Lehrplanes, in dem zum Ausdruck gebracht war, dass das Alte Testament artfremd und daher weitgehend entbehrlich sei, biete es doch nur zum kleinen Teil Ansätze im Sinne Jesu. Soweit in aller Kürze die in der Zeit des Nationalsozialismus präsenten Ablehnungen des Alten Testamentes. Und im Folgenden möchte ich nun danach fragen, wie hat man denn in der bekennenden Kirche, und darauf muss ich mich beschränken, ich begründe dies gleich noch, die zu diesen Vorgängen und zu diesen Haltungen Stellung bezogen. Was habe ich gemacht? Ich habe versucht, anhand einer bis heute eigentlich wenig beachteten Gattung von Schriften, diesen Zurückweisungen der Ablehnung des Alten Testamentes nachzugehen. Der Streit um das Alte Testament fand nämlich vor allem in zahlreichen Kleinbroschüren, Kleindrucken von ganz unterschiedlichen Persönlichkeiten zwischen 1933 und 1939 ihren Niederschlag. Und diese Kleinschriften werden jetzt zugänglich durch das Portal Die digitale Bibliothek des Kirchenkampfes. Und diese digitale Bibliothek habe ich genutzt. Ich habe in der Suchwort der Schrift das Stichwort Altes Testament in seinen verschiedenen Deklinationsformen eingegeben. Und so erhält man unter den inzwischen 15.589 erfassten Schriften ungefähr 70 Treffer für die Jahre ab 1933. Unter den Titeln sind 5 ohne Autorennennung, 65 mit Autorennamen. Und ich habe nun aus diesen Titeln jene alle ausgedruckt, die als Digitalisate vorliegen. Denn das Spannende ist, dass in diesem Portal zunehmend die dort ausgewiesenen Schriften auch digital erfasst und damit zugänglich gemacht werden. Und das Spannende für mich war nun, dass eine erste Durchsicht der Texte eine Überraschung für mich jedenfalls ergeben hat. Ich hatte natürlich damit gerechnet, dass in diesen Digitalisaten oder überhaupt in diesen Texten vielfältige Schriften greifbar werden. Also Texte, die das Alte Testament zurückweisen und Texte, die das Alte Testament verteidigen. Aber es fanden sich ausschließlich Verteidigungstexte. Ich kann mir das nicht erklären. Die Frage ist, finden sich in den Archiven keine den deutschen Christen und deren Umfeld entstammenden Texte? Wurden solche ausgesondert irgendwann? Hat man sie nicht für digitalisierungs- oder aufnahmewürdig geachtet? Ich weiß es nicht. Jedenfalls muss ich mich auf die zur Verfügung stehenden Texte, die alle irgendwie aus dem Umfeld der bekennenden Kirche stammen, beschränken. Es ist im Übrigen auch dieser Tatsache zu verdanken, dass ich nicht auf das Institut zur Erforschung und Beseitigung des jüdischen Einflusses
auf das deutsche kirchliche Leben eingehen werde, das ja erst 1939 von Walter Grundmann in Eisenach gegründet wurde. Doch zurück zu den Texten. Die zeitliche Verteilung dieser mir zugänglichen Texte zeigen, dass hier sich sozusagen die Stärke der Auseinandersetzung in der Anzahl der Publikationen spiegelt. 33 zwei Texte, 38, 39, dann je einer. Und hauptsächlich haben wir die Auseinandersetzung 1935, 34, 37 sehen Sie mit je vier Veröffentlichungen und einen Höhepunkt im Jahr 1936. Kleintexte, das bedeutet, es sind Texte mit maximal 30, 40 Seiten, zum Teil aber auch nur 4 Seiten. Und ich habe nun zunächst angeschaut, wer hat eigentlich diese Texte verfasst? Wer hat sich hier angesprochen gefühlt? Und wir finden ein sehr breites Spektrum von Verfassern. Zum einen Universitätsprofessoren. Das Bild von Brunner wird weshalb auch immer nicht gezeigt. Also Emil Brunner zum Beispiel, Karl Heim oder auch Volkmar Herntrich sind hier präsent. Dann haben wir Personen aus dem Umfeld der Mission wie Wilhelm Busch aus Essen, Hans Dannenmann oder Christian Kaiser. Dann haben wir Texte von Personen, die in der Lehrerinnen- und Lehrerausbildung engagiert waren, wie Gerhard Schmidt oder der einzigen Frau, von der ein Text zugänglich war, Magdalene von Tilling. Auch der Exponent der Bekennenden Kirche, Martin Niemöller, hat sich geäußert. Der in der Württembergischen Sozietät engagierte Harald Diem oder der Träger des goldenen Parteiabzeichens der NSDAP, der Bayer Eduard Pütz. All diese Personen haben sich für das Alte Testament eingesetzt und neben ihnen noch eine ganze Reihe von Pfarrern, die, wenn man genauer hinschaut, jeweils durch eigene wissenschaftliche Arbeit mit dem Alten Testament verbunden waren. Hugo Herford, Wilhelm Kniesche, Adolf Wendel und so weiter. Von manchen kann man nicht einmal die Lebensdaten mehr erheben. Die sind jedenfalls nirgends für mich zugänglich gewesen. Also man sieht, eine breite Personengruppe wird aktiv mit ganz unterschiedlichem Zuschnitt vom Universitätsprofessor über Exponenten der Bekennenden Kirche bis hin zu Pfarrern, die in ihrer Gemeinde tätig sind. Diese Kleinschriften, darauf kann man wohl setzen, zielen vor allem auf eine binnenkirchliche Leserschaft, die durch die antisemitische Propaganda und die mit dieser verbundenen Angriffe auf das Alte Testament verunsichert war. Dies zeigen zum Beispiel die abgedruckte Predigt von Hans Dannenbaum oder Texte, die speziell für Religionslehrerinnen und Religionslehrer verfasst wurden, wie die von Schmidt oder Tilling. Andere Texte boten Vorträge von Missionsversammlungen, von Emil Brunner zum Beispiel. Oder, und das ist die große Mehrheit, Texte, die in kirchlichen Schriftenreihen publiziert wurden. Also Evangelischer Bund, Schriftenreihe des Männerwerkes, Evangelischer Gemeindedienst in Württemberg. Das heißt, solche kirchlichen Institutionen haben sich diesem Thema angenommen. Auch in der jungen Kirche findet sich ein solcher Text von Putz beispielsweise. Lediglich ein Druck, das ist erkennbar, scheint speziell für diese Frage dann auch entworfen worden zu sein, nämlich ein fiktives Gespräch zwischen jemandem, der das Alte Testament ablehnt, und einem Verteidiger dieses Textes. Adolf Wendel hat hier 16 Fragen zusammengestellt, die darauf abzielen, dass trotz aller Einwände das Alte Testament von zentraler Bedeutung sei. Ich hatte erwähnt, dass die Texte vor allem in Schriftenreihen von kirchlichen Einrichtungen publiziert wurden und damit kann man voraussetzen, dass sie eine breite Streuung hatten. Das sieht man auch daran, dass manche Schriften mehrere Auflagen erfuhren, so dass Bändchen Der deutsche evangelische Christ und das Alte Testament von Karl Steuernagel. Auch scheuten sich die Autoren nicht, gezielt auch Auseinandersetzungen zu führen in ihren Texten
zum Beispiel mit dem Chefideologen der NSDAP, Alfred Rosenberg. Eine kleine Beobachtung noch vorab. Es ist sehr auffällig, dass in verschiedenen Beiträgen die Tatsache, dass das Alte Testament überhaupt in Frage gestellt wurde, der Universitätstheologie angelastet beziehungsweise als theologische Frucht des Liberalismus eingeschätzt wurde. Beispielsweise führte Brunner aus, dass die Auffassung gewisser Theologen des letzten Jahrhunderts von der Entbehrlichkeit des Alten Testaments für die Kirche von einer Staats- und Weltauffassung her, in der der Antisemitismus ein wesentlicher Programmpunkt ist, nur allzu begierig aufgegriffen worden sei. Und Bush sah den Angriff auf das Alte Testament auf allen Fronten als die Frucht einer gottlos gewordenen Universitätstheologie, die nicht mehr hören wollte, was Gott hier redet an. Und auch Herndrich konstatiert, im Kampf gegen das Alte Testament seien sämtliche Einwände eines ansonsten überwundenen Liberalismus heute noch lebendig. Martin Niemöller betonte, dass für die liberale Theologie das Alte Testament längst abbaureif gewesen sei. Nach dieser Vorstellung der Texte selber und der Autoren und von zwei Bemerkungen möchte ich gerne jetzt die Texte selber näher betrachten. Antijudaismus und antijüdische Stereotypen in den Texten, darauf wäre jetzt einzugehen. Und das Spannende ist zunächst einmal die Beobachtung, dass in fast all diesen Texten die traditionellen, seit der Zeit der alten Kirche immer weiter tradierten Antijudaismen völlig kritiklos aufgenommen sind. Neben der Substitution findet sich die Vererbungstheorie, die Rede von einer Verfluchung Israels, sowie die Vorstellung von der Blindheit der Synagoge. Die Substitutionstheorie haben wir hier beispielsweise bei Bush ganz deutlich greifbar, wenn er davon spricht, Israel sei verworfen worden und Gott habe sich ein neues Eigentumsvolk jetzt auserwählt. Oder Karl Heim schreibt, Gott habe sich ein kleines Volk auserwählt, das jedoch seinem göttlichen Auftrag unter den Völkern nicht nachkam, von ihm abfiel und zuletzt auch noch seinen Messiaskönig ans Kreuz schlagen ließ. Daraufhin wurde das Volk verflucht, zwischen den Weltreichen zermahlen und zerstreut und Gott ließ einen neuen Heilsanfang beginnen. Niemand spricht ganz selbstverständlich davon, dass die Gemeinde Christi dem Judentum das Prädikat Volk Gottes abspreche und für sich in Anspruch nehme. Auch die Vererbungstheorie ist präsent in den Texten. So, wenn Diem davon spricht, wenn Diem davon spricht, dass der enterbte Jude bis heute unter dem Fluch des Vaters Jesu Christi stehe, als der ewige Jude, der überall seine Finger hat und nirgends zu Hause ist. Die Verfluchung findet sich in einem Text von Kessler beispielhaft ausgeführt. Israel sollte nach dem Willen Gottes Träger der wahren Gottesidee sein und die Botschaft des Heils zu den übrigen Völkern bringen. Da es diese Weltaufgabe nicht erfüllt habe, sei es infolge seines Abfalls verflucht worden und zum Fluch für die Völker geworden. Dieses mit einem Gottesfluch belastete Volk sei seit nunmehr 2000 Jahren verworfen und verflucht und auf seiner Arbeit ruhe kein Segen. Dass in den Texten angesichts des in häufig präsenten Antijudaismus auch die seit Mitte der 1920er Jahre immer stärker hervortretenden rassistischen Vorstellungen adaptiert wurden, ist kaum überraschend. Bei zahlreichen Autoren wird in Aufnahme der Schöpfungsordnungstheologie ganz selbstverständlich die Bedeutung des Rassegedankens akzeptiert
und beispielsweise von Herndrich postuliert, dass Gott selber die verschiedenen Rassen so werden ließ, dass sie sich nicht mehr verstehen. Um den Menschen dennoch einen Weg zum Heil zu ermöglichen, habe er die Kirche gestiftet. Daher sei es heute die große Aufgabe der Kirche, sowohl den Neuaufbruch unseres völkischen Denkens ganz ernst zu nehmen, als auch gerade darum, sich mit neuer Kraft zu bemühen, um ein rechtes theologisches Verständnis des Alten Testamentes. Also hier ist ganz deutlich, diese Schöpfungsordnungstheologie ist allenthalben präsent. Putz hebt beispielsweise hervor, dass man in Deutschland wieder neu entdeckt habe, dass jede Rasse, jedes Volkstum seine eigene Art hat, seine eigenen Rassemerkmale. Für ihn wurde die Seele eines Volkes vergewaltigt, wenn ihr eine artfremde Religion aufgezwungen werde. Das habe man in der Überfremdung unserer Kultur von 1918 an gesehen. Aber, so fragte Putz, findet sich auch im Alten Testament eine artfremde Religion? Putz differenzierte. Im Alten Testament werde gegenüber der jüdischen Nationalreligion der lebendige Gott offenbart. Daher sei das Alte Testament ein Gottesbuch mitten im Judenbuch. Antisemitische Grundeinstellungen der Autoren zeigen sich auch, wenn wie beispielsweise bei Kaiser darauf verwiesen wird, dass Gott als Lenker der Geschichte die allerschärfsten Worte eben gegen das Judenvolk gerichtet habe. Oder wenn es im Text des evangelischen Gemeindedienstes heißt, dass das Alte Testament das Buch der Weltliteratur sei, das die tiefsten Wurzeln der Sünden des Judentums bloßlegt. Also, ist das Alte Testament ein Judenbuch? Dem häufig laut werdenden Vorwurf, das Alte Testament sei ein Judenbuch, begegneten seine Verteidiger dadurch, dass sie das Alte Testament letztlich dem Judentum entzogen und es als ein universelles, die ganze Welt betreffendes oder für die zeitgenössischen Juden nahezu bedeutungsloses Buch herausstellten. So erklärte Karl Heim, das Alte Testament beinhalte nicht bloß ein Volksschicksal, sondern die Geschichte der ganzen Völkerwelt. Es sei nicht ein erbaulicher Traktat oder ein Gesetzeskodex, sondern eine Urkunde der Menschheitsgeschichte. Adolf Wendel erklärte, dass es für uns Christen nicht das Entscheidende sei, dass das Alte Testament ein Judenbuch ist. Vielmehr sei es ein Glaubensbuch und als solches ein Menschheitsbuch und damit auch unser deutsches Volksbuch. In dieselbe Richtung gingen die Argumentationen von Gerhard Schmidt, der hervorhob, dass das Alte Testament kein Judenbuch sei, sondern ein Buch, in dem Gott die Hauptperson ist und bleibt. Und Niemöller stellt lapidar fest, man habe den einzigen Tatbestand zu konstatieren, dass nämlich das Alte Testament gewissermaßen seinen Besitzer gewechselt habe. Vereinzelt findet sich noch eine andere Form der Abgrenzung, in dem negiert wurde, dass das Alte Testament für das zeitgenössische Judentum überhaupt ein zentrales Dokument sei. Wendel weist darauf hin, dass die eigentliche Prägung der jüdischen Rassenseele, die uns heute so abstößt, sich erst in der nachchristlichen Zeit vollzogen habe. Ihr typisches Erzeugnis sei nun jedoch nicht das Alte Testament, sondern der Talmud. An den hält sich auch heute der fromme Jude, vom Alten Testament weiß er nur wenig. Schmidt konstatiert, dass das Alte Testament im Kern seiner Botschaft allen Menschen fremd sei. Darum habe sich das Judentum als Ausdruck seiner Art den Talmud geschaffen. Und die Württemberger stellen fest, ein besonderes, wirkliches Judenbuch sei der Talmud.
Die andere im Raum stehende Frage war denn, bietet das Alte Testament denn eigentlich Viehhändler und Zuhältergeschichten, wie es Rosenberg zum Ausdruck gebracht hatte? Tannenbaum begegnet diesem Vorwurf durch den Hinweis, die Bibel sage die Wahrheit. Sie sei eben kein Heldenepos, wo die Menschen idealisiert werden, sondern die Bibel schildert die Menschen so, wie sie sind. Wendel verwies darauf, dass im Alten Testament keine Geschichten von Viehhändlern, sondern allenfalls solche von Viehhirten und Viehzüchtern zu finden seien, und von Zuhältern sei in diesem Buch nichts bekannt. Festzuhalten sei jedoch, dass das Alte Testament das Leben seiner Menschen mit schonungsloser Deutlichkeit zeige. Hugo Herford bemerkt in diesem Zusammenhang, dass die Bibel ganz offen von den Schwächen, beispielsweise von Jakob, von Abraham oder David berichte. Wenn Rosenberg deshalb von Viehhändler- und Zuhältergeschichten rede, dann übersehe er, dass beispielsweise Jakob noch heute lebe, und zwar nicht nur unter dem Volk der Juden, er lebt bei allen Völkern, auch bei dem unseren. Lebhaft diskutiert worden war, und Rosenberg hatte das ja auch schon zum Ausdruck gebracht, dass man eigentlich die Erzählungen des Alten Testamentes durch nordische Sagen ersetzen müsse. Und zunächst freilich ist in dem Zusammenhang herauszustellen, dass jene Akteure in unserem Zusammenhang, die der Religionslehrerinnenausbildung verpflichtet sind, wie beispielsweise Magdalene von Tilling, deutlich machten, dass man gerade das Alte Testament benötige, um zentrale Begriffe des Christentums wie Liebe oder Erbarmen zu beleuchten. So zeigten die Patriarchenerzählungen die vorausgehende Liebestat Gottes oder die Geschichte des von Mose geführten Volkes das Erbarmen Gottes. Also nicht ersetzen, sondern nutzen. Wendel regt deshalb da an, dass man die Schulbibel, dass man für diese eine jugendgemäße Auswahl zusammenstellen solle, die davon geleitet sein müssten, dass in ihnen das, was von Gott und vom frommen Leben gesagt wird, zum Ausdruck kommt. Und der Evangelist Busch empfahl ausdrücklich die Lektüre des Alten Testamentes. Er wendet sich an Eltern, Lehrer, Pfarrer mit der Aufforderung, erzählt den Kindern doch die biblischen Geschichten des Alten Testaments. Sie böten Anschauungsmaterial zu dem, was im Neuen Testament gesagt wird. Dieser Empfehlung, das Alte Testament und die Geschichten in ihm zu nutzen, widerspricht natürlich die Forderung, nordische Sagen einzusetzen. Und Herndrich wendet sich nun dagegen, indem er ausführt, dass es einen Ersatz für das Alte Testament in den nordischen Sagen nicht geben könne. Denn die Götter, von denen dort berichtet würde, sie seien sterblich, sie bekämpften einander, betrügten und überlisteten sich gegenseitig und die Germanen hielten Wald, Stein und Fluss für beseelt. Schon dies zeige, dass sie als Ergänzung zum Neuen Testament uns nichts zu sagen haben. Auch andere Autoren erinnern, dass man eigentlich nicht so genau weiß, was mit diesen Göttern zusammenhänge. Jedenfalls sei deutlich, dass man einen Vielgötterglauben doch nicht wirklich im Ernst als Ersatz für das Evangelium heranziehen könne. Und ein Autor weist dann darauf hin, dass ein Kenner geäußert habe, ein einziger Psalm enthält mehr Religion als die gesamte nordische Fragmente, die wir zur Verfügung haben. Also nordische Geschichten gehen gar nicht. Aber was spricht denn für das Alte Testament? Sehr häufig finden sich in den Texten nun Verweise auf deutsche Geistesgrößen, die das Alte Testament geschätzt hätten. Beispielsweise verweist Herndrich darauf, dass ein Luther, ein Arndt, ein Bismarck aus der Bibel Alten und Neuen Testaments gelebt hätten
Und gleich mehrfach wurde Nietzsche genannt, der, so Niemöller, die Bedeutung des jüdischen Alten Testaments gegenüber dem griechischen und indischen Schrifttum hervorgehoben habe. Wendel und andere boten Zitate von Bismarck, Herter, Goethe, um deren Hochachtung für das Alte Testament zu unterstreichen. Und ein Autor verweist sogar darauf, dass selbst Adolf Hitler 1933 in einer Rede ein Psalmwort gebraucht habe: Wo der Herr nicht das Haus bauet, so arbeiten umsonst die daran bauen. Natürlich fehlte auch nicht der Hinweis auf Johann Sebastian Bach oder Luther, der das Alte Testament trotz seiner Kritik am Judentum hochgeschätzt habe. Nach Wendel habe Luther wohl Unterschiede zu machen gewusst zwischen wertvollem und weniger wichtigem im Alten Testament, aber die Höhe des Alten Testaments bedeutete ihm viel, er habe sein Altes Testament hochgehalten. Die Württemberger erwähnen dann noch Michelangelo, der ohne das Alte Testament nicht zu verstehen sei, oder Rembrandt, der immer wieder Bildnisse zum Alten Testament geschaffen habe, sodass man eine ganze Rembrandt-Bibel zusammenstellen könne. Diese Punkte aufnehmend ist in einem weiteren Punkt darzustellen, wie die Autoren immer wieder herausheben, dass das Alte Testament zum Verständnis der Kultur unabdingbar sei. Brunner verweist zum Beispiel darauf, dass es Werte im Alten Testament gebe, die aufgegriffen worden seien, ästhetische beispielsweise durch Herter und Goethe, aber auch in Erzählungen oder auch in der abendländischen Bildkunst und Dichtung und Musik. Und Niemöller weist nachdrücklich darauf hin, wie sehr der Liedschatz des Gesangbuchs vom Alten Testament bestimmt sei. Er gab zu erwägen, was es bedeuten würde, unser Gesangbuch vom alttestamentlichen Gut zu reinigen. Dann erlebte man ein blaues Wunder, da viele vertraute Lieder wie Macht hoch die Tür oder auch Luthers Hilfeschrei aus tiefer Not nicht mehr verständlich seien bzw. nicht mehr vergesungen werden dürften. Und Wendel macht darauf aufmerksam, dass das Alte Testament in unserer Malerei, in unserer Musik, in unseren Sprichwörtern, in unserer Dichtkunst, in unseren Kirchenliedern lebe. Also ohne Altes Testament kein Verständnis von Kultur. Aber über diese äußeren Dinge hinaus versuchen die Autoren auch, das Alte Testament selbst zu würdigen. Dabei ist freilich auffällig, dass sie das Alte Testament letztlich zu retten versuchen gegenüber Vorwürfen, in ihm würden unmoralische Geschichten überliefert, indem sie Differenzierungen im Blick auf das Alte Testament vornehmen. Steuernagel beispielsweise gebraucht das Bild eines Gefäßes und verwies darauf, dass alles Nationale, das im Alten Testament zu finden sei, nur Schale und Hülle darstelle. Und diese Schale sei oft nur zu menschlich. Er folgerte, dass der religiöse Kern des Alten Testaments unchristlich sei. Dennoch begegne in ihm nicht eine uns fremde, minderwertige Religion, sondern es sei unsere Religion, nur auf einer früheren Entwicklungsstufe. Insbesondere in seinen älteren Schriften und in Geschichten, die nicht prophetisch, sondern volkstümlichen Ursprung seien, treffe man auf Gottesvorstellungen, die noch recht weit abliegen von der Gottesvorstellung des Neuen Testaments. Für uns als Christen wichtig sei, dass man im Alten Testament erkennen könne, wie in zähem Kampf beispielsweise die Vielgötterei oder die Meinung, dass Gott nur Israels Gott sei, zurückgedrängt werde und sich zunehmend die Gedanken einer prophetischen Religion durchsetzten. Kretschmann ging davon aus, dass Altes und Neues Testament nicht gleichwertig seien, sondern dass vom Alten Testament eine stufenförmige Entwicklung zur Höhe des Neuen Testaments
führe. Es sei derselbe Gott, der fortschreitend sich offenbart, und vom Neuen Testament her sei manche Stelle des Alten Testaments bedeutungslos geworden, wie zum Beispiel das Buch Esther. Auch Niemöller. Nach Niemöller habe die Kirche an der israelitischen Religions- und Kulturgeschichte nicht das mindeste Interesse. Vielmehr müsse man erkennen, dass die in Jesus präsente höchste und reinste Gottesvorstellung die letzte Blüte am Baum der im Alten Testament wurzelnden israelitisch-jüdischen Frömmigkeit sei. Daher gehöre das Alte Testament, ich denke, er drückt sich hier sehr bezeichnend aus, irgendwie mit dazu, es sei die Bibel Jesu, die religiöse Urkunde, an der er sich bildete. Wir müssten wieder lernen, das Alte Testament als Christuszeugnis zu hören. Wiem beklagte die Dunkelheit des Alten Testaments, das vom hellen Licht des Evangeliums erleuchtet werden müsse. Man wolle nicht mit den verbundenen Augen der Synagoge, sondern mit den Augen Jesu Christi lesen. Es sei wichtig zu erkennen, dass im Alten Testament verheißen sei, was im Neuen erfüllt ist. Daher müsse Jesus selber unser Lehrmeister sein. Er verwies auch darauf, dass Luther das Alte Testament wie auch das Neue durchaus kritisieren konnte. Aber er habe den Maßstab der Schrift selbst entnommen, was Christum treibet. Eine weitere Argumentationsgruppe lässt sich um die Aussage, das Alte Testament ist für das Neue unabdingbar, zusammenstellen. Herndrich betonte, dass Altes und Neues Testament trotz gegebener Unterschiede unauflöslich zusammengehörten. Und Brunner hielt sogar fest, dass das Alte Testament für die Kirche unentbehrlich sei. Ja, sie stehe und falle mit dem Alten Testament. Für die Theologen der Kirche sei die Kenntnis des Alten Testaments unerlässlich. Sei doch sowohl Jesus wie auch alle Jünger und die Glieder der Urgemeinde Juden gewesen. Steuernagel erinnerte daran, dass das Alte Testament nicht aus den Bibeln ausgeschieden werden könne, da das Neue Testament mit 1000 Fäden verknüpft sei mit dem Alten. Das Alte setze das Neue auf Schritt und Tritt voraus. Und auch Wendel stellt heraus, dass das Alte Testament sowohl der ersten Christen einziges Stück Bibel als auch die Bibel Jesu gewesen sei, die ihn durch sein Leben begleitet habe. Andere führen dann einzelne Stellen aus dem Neuen Testament an, in denen Jesus das Alte aufgenommen habe, besonders eindrücklich natürlich das Kreuzeswort: mein Gott, warum hast du mich verlassen? Das Resultat dieser Überlegungen ist dann, das Alte Testament war Jesu Gebetbuch, deshalb kann man es nicht aus der Bibel herausschneiden, wie die Württemberger sagten, ohne ihr inneres Gefüge zu vernichten. Ich habe Ihnen jetzt einzelne Punkte vorgeführt, die in diesen Schriften zu finden sind, wie das Alte Testament verteidigt wird. Ich denke, es lässt sich noch ein weiterer Punkt anführen, den ich mal versucht habe zu überschreiben, als die theologische Bedeutung des Alten Testamentes. Wie wird denn die in diesen Texten jetzt zum Ausdruck gebracht? Und da ist spannend, dass hier, habe ich vergessen weiterzudrücken, dass hier deutlich gemacht wird, dass der Kampf um das Alte Testament zugleich ein Kampf um Christus und die Kirche sei. Also hier wird eine deutliche Zuspitzung vorgenommen, dass das Alte Testament, Jesus Christus und die Kirche ganz eng miteinander verbunden werden. Und das Problem für diese Theologen war nun ein existenzielles für ihre Argumentation, weil ausgerechnet das jüdische Volk ausgewählt wurde. Wie soll man denn damit umgehen, dass Gott ausgerechnet dieses
sei dem Antisemitismus ja ausschließlich negativ qualifizierte Volk nun das Bundesvolk ist. Weshalb hat sich Gott ausgerechnet dieses Volk auserwählt? Das musste man zunächst angehen, diese Frage beantworten. Und Steuernagel hebt dann hervor, dass Gott zwar das Volk Israel erwählt habe, doch nicht um Israel etwas zu schenken, sondern damit Israel ein Licht der Völker würde. Gott wollte sich Israel als seines Werkzeuges bedienen. Doch Israel wurde dieser Verantwortung nicht gerecht, weshalb er Israel ob seiner Verschuldungen heimsuchte. Und Herford verwies in diesem Zusammenhang auf die souveräne Entscheidung Gottes. Er habe Israel erwählt, nicht weil dies Volk ein besonders hochstehendes gewesen wäre, sondern einfach, weil er wollte. Israel wurde zum Träger der Gottesoffenbarung. Wir können uns unter den Willen Gottes beugen und haben kein Recht, sein Handeln einer Kritik zu unterziehen. Das war der Versuch, gewissermaßen diese schwierige Lage, diese schwierige Position, dass ausgerechnet Israel das erwählte Volk ist, zu begegnen. Ausführlich beschäftigt sich Heim mit der Bedeutung des Alten Testamentes dann auch für die Christenheit. Er stellt fest, dass in diesem Alten Testament die erste gewaltige Offenbarung bezeugt sei, nämlich das einzige Grunddogma des Alten Testamentes: Es gibt nur einen Herrn, der die Weltgeschichte macht. Und mit dieser Offenbarung am Sinai sei erstmals der reine Ein-Gott-Glaube in die Welt hineingegeben. Und Mose habe für diesen nur zwei Symbole hinterlassen, den Sabbat und die Kiste mit den Steintafeln. Gott habe durch eine freie Entscheidung einen Bund mit diesem Volk geschlossen, der diesem Volk freilich eine Last aufgelegt habe. Geschichtlich gesehen sei der Bund zum Unglück für dieses Volk geworden. Da Israel den Ruf Gottes abgelehnt habe, habe er sich eine neue Gemeinde aus allen Völkern zusammengerufen. Insoweit sei die Tatsache des Bundes die unzerreißbare Klammer, die das Lebenswerk Jesu mit der Erwählung Israels zusammenschließt. Herndrich stellt den Blick auf die Bedeutung des Alten Testaments für die Christenheit ebenfalls auf den Bund ab, den Gott mit seinem Volk geschlossen habe. So stehe diese Erlösungstat Gottes am Anfang. Diese Tat Gottes, nicht Kultur, Geschichte oder Blut, hätten die Nomadenscharen zu einem Volk werden lassen. Weiter hebt er dann darauf ab, dass es einen unüberbrückbaren Abstand gebe zwischen der Bibel und allen anderen Büchern der Menschheit, da sich nur in ihr Gott mit seinem Wort geoffenbart habe. Es sei die Grundlage der Kirche. Die Offenbarung Gottes im Alten und Neuen Testament müssten zusammengeschaut werden. Deshalb sei auch die Frage nach dem Alten Testament keine Teilfrage, sondern in der Christusfrage enthalten. Für Putz, der im Alten Testament viel echt jüdische Religion sah, das goldene Kalb sei ein Sinnbild des Geldes, war dieses Buch deshalb von herausragender Bedeutung, weil in ihm mitten unter den erdachten Göttern der Juden, der Ägypter, Assyrer, der Deutschen, Gott hereinbreche, der lebendige Gott. Das Alte Testament sei ein einzigartiges Buch der Welt, das sich allein hier es dem Allherrn Gott gefallen habe, sich zu offenbaren. Und ganz christologisch argumentierend, dann Harald Diem, er verweist darauf, dass es im Alten Testament um die Offenbarung des einen Gottes und Vaters Jesu Christi gehe. Es sei an der Zeit, dass sich die Kirche wieder darüber klar werde, dass sie das ganze Brot des Lebens aus der ganzen Schrift nehmen müsse. Für ihn war der Schlüssel zum Geheimnis des Alten Testaments das Kreuz Christi. Man könne durch die Beschäftigung mit dem Alten Testament nur noch viel tiefer verstehen, was es mit Christi Kreuz auf sich habe.
Auch für Herndrich ist dieses Glaubenszeugnis des Alten Testamentes deshalb wichtig, weil an ihm die Existenz der Kirche hing, insbesondere weil hier das erste Gebot die zentrale Aussage sei. Das Alte Testament habe hier deutlich gemacht, es gibt einen Gott, den es zu verehren gelte. Israel sei immer wieder davon abgefallen, habe gesündigt und sei dann in dieser Gottesferne dem Tod verfallen. Und das Alte Testament rede freilich auch in dieser Situation der Verfallenheit noch von Vergebung, die es freilich nur geben könne, dadurch, dass ein Mittler zwischen Gott und die Menschen trete, Mose, Jeremia, der Gottesknecht. Angekündigt werde im Alten Testament dann, dass ein neues geschehen werde, dass ein neuer Mittler auftreten werde und mit Jesus sei eben dieses Neue dann gekommen und damit zeige das Auftreten Christi, dass in ihm die Verbindung zwischen Altem und Neuem untrennbar gegeben sei. Und Herndrich hebt dann letztlich darauf ab, dass das Alte und das Neue Testament einen Heilsplan Gottes zeigten, mit dem Menschen letztlich einen Heilsplan Gottes zeigten, der beginnt mit dem ersten Gebot, der über die Sünden der Menschen, der Wirksamkeit der Mittler und letztlich dann auch dem Auftreten eines neuen Mittlers dann gegeben sei. Und in diesem Auftreten von Jesu erfülle sich dann das, was Gott im Alten Testament verheißen hat. Sie sehen also, hier hat man versucht, nun auch theologisch die Verbindung von Altem Testament in der Regel über den Gedanken eines Mittlers über Jesus Christus herzustellen. Und ich möchte nur noch einmal versuchen, das Ausgeführte in einigen wenigen Punkten zusammenzufassen. Zum Resümee. Ich denke, es ist wichtig, zunächst einmal festzuhalten, dass die Theologen, die das Alte Testament zu verteidigen suchten, sich letztlich drei Herausforderungen zu stellen hatten. Zum einen standen sie in der Tradition der antijudaistischen Stereotype, die sich seit der Zeit der alten Kirche ausgebildet haben und immer noch präsent waren. Zum anderen mussten sie auch sich der Tatsache stellen, dass eine ganze Reihe von namhaften Theologen ihrer Zeit deutlich eine Distanz zum Alten Testament zum Ausdruck gebracht haben. Zum dritten hatten sich auch noch dem rassistischen Antisemitismus zu stellen, der das Alte Testament eben als Judenbuch ablehnte. Und dieser rassistische Antisemitismus hatte auch bei diesen Theologen letztlich ein Stück weit unterschiedlich stark dann auch Wurzeln geschlagen. Wir haben gesehen, dass es zunächst mal äußere Hinweise für die Bedeutung des Alten Testamentes gibt. Man hat zum Beispiel auf die Kultur verwiesen, man hat berühmte Deutsche angeführt, denen das Alte Testament wichtig gewesen sei. So hoffte man, hier andere Menschen eben auch anzusprechen und auf diese Bedeutsamkeit des Alten Testamentes hinzuweisen und hier, ja, ein Stück weit einfach ausgedrückt, auch die Herzen zu öffnen. Allerdings meine ich, dass die anderen aufgeführten Argumente letztlich wenig Überzeugungskraft entfaltet haben. Denn sie bildeten immer einen Spagat zwischen einerseits einer Ablehnung des Judentums beziehungsweise des Volkes Israel bei dem gleichzeitigen Versuch, das Alte Testament für die Bedeutung für die Kirche herauszustellen. Ich denke, diese Differenzierung zwischen Teilen des Alten Testaments, die für die Kirche wichtig und andere Teile, die für die Kirche belanglos sind. Diese Differenzierung ist natürlich vielleicht für binnenkirchliche Menschen nachvollziehbar, aber doch für normale Kirchenglieder eher schwer zu teilen. Und auch, dass das
auch der Hinweis, dass das Alte Testament Personen in ihrem wahren Wesen zeige, also sowohl Gutes wie Negatives an ihnen berichte, erscheint für ausgemachte Gegner des Alten Testaments, denke ich, wenig schlagkräftig. Und auch die Betonung, dass es in der freien Souveränität Gottes gestanden habe, das Volk Israel zu erwählen und man daher diese Entscheidung nicht anzweifeln dürfe, ist wenig überzeugend. Ich denke, dass sämtliche Vorschläge, die letztlich auf ein sowohl als auch hinaus liefen, letztlich immer auch gegen das Alte Testament ins Feld geführt werden könnten. So zeigt sich insbesondere bei diesen Argumentationen, dass sie eher auf unsicher gewordene Christinnen und Christen abzielen und weniger auf solche, die sich als antisemitisch denkende Gegner der Kirche verstanden haben und von daher das Alte Testament ablehnten. Ich meine, dass auch die geltend gemachten theologischen Motive, die eine Beibehaltung des Alten Testaments als absolut geboten herausstellten, wohl eher an solche Personen gerichtet waren, die dem Christentum bereits zuneigten. Denn wer sollte sonst die zentrale Stellung des Ein-Gott-Glaubens als so bedeutsam akzeptieren, dass von ihm her die abgelehnte Schrift dann doch als akzeptabel erscheinen mochte? Die von einigen Autoren mit großem Nachdruck herausgestellte Einheit der Testamente, das Alte Testament gehört zur Bibel oder der Kampf um das Alte Testament ist ein Kampf um Christus, ist ein Kampf um die Kirche, mag wiederum vielleicht für kirchliche Leserinnen und Leser bestätigend gewirkt haben, aber für Menschen, die das Alte Testament ablehnten, für Außenstehende, mögen solche thetischen, letztlich steilen Formulierungen wohl kaum überzeugend gewirkt haben. Und die christologische Zuspitzung der Fragestellung erscheint mir vor allem für diese christlich konnotierten und christlich gebundenen Menschen noch am überzeugendsten, wird hierdurch nicht nur deutlich, dass Christus und die frühe Kirche nicht ohne das Alte Testament denkbar wären, sondern auch eine klare Linie wird hier deutlich gemacht, dass ein Zusammenhang zwischen Altem und Neuem Testament eröffnet wurde. Freilich für den Preis, dass das Alte Testament dann letztlich dem Judentum entrissen wird und ausschließlich, wie es Niemöller ja ausgedrückt hat, einen Besitzerwechsel vollzogen hat. Das Alte Testament kann von dieser Sicht kann von dieser Sicht aus eigentlich nur vom Neuen her vollkommen verstanden werden. Das Alte Testament ist also eigentlich nur vom Christentum her als wirklich vollgültiges Quelle von Gottes Zuwendung, von Gottes Offenbarung sichtbar. Also, die Verteidiger des Alten Testaments bieten demnach letztlich keine, so finde ich, überzeugenden Argumente, die über einen christlichen Kreis hinaus Wirksamkeit entfaltet haben dürften. Da sie selbst von rassistischen Vorstellungen ihrer Zeit maßgeblich beeinflusst waren, vermochten sie ihre Verteidigung nicht konsequent zugunsten des Alten Testaments zu entfalten. Und der allenthalben greifbare Vorbehalt gegen das Judentum spiegelte sich auch in Vorbehalten gegen Teile des Alten Testaments, die man als Nationalreligion oder als für Christen irrelevante Geschichten abtun zu können meinte. Vielen Dank. Ganz herzlichen Dank, Herr Hamle, für diesen eindrücklichen Vortrag, der zugleich uns mit der Ambivalenz dieser theologischen Argumente in Verbindung bringt. Natürlich ist sozusagen im Rückblick das auch schwierig, sozusagen in diese Diskussionen sich hineinzustellen. Das ist das eine. Das andere ist, Sie haben jetzt nur Kleinschriften untersucht, das wäre jetzt vielleicht auch nochmal ins Gespräch zu bringen mit anderen theologischen Fäden, die von Männern und Frauen gesponnen worden sind. Insgesamt haben wir dafür jetzt Zeit für Ihre Fragen.
und Bemühungen zu dieser Sicht auf die Theologen der bekennenden Kirche und ihre Stellung zum Alten Testament und wie sie es auch von heute in der Wirkungsgeschichte nach dem Zweiten Weltkrieg auch nach ihrer Erinnerung beurteilen.